Schauen wir ihn mal allein an, weil der letzte Hass ist noch unterwegs. Aber der wird jetzt auch während dieser Folge hinzukommen. Denke ich zumindest mal. Dunkel ist eigentlich schlecht. Wir werden heute ein bisschen am Haus weiterbauen. Müssen ja noch so Geothermalgeneratoren bauen und so weiter, weil wir wollen ja dann keine Lampen mehr da reinmachen, sondern halt richtige, beziehungsweise keine Fackeln mehr, sondern richtige Lampen. Und schauen wir mal, dass wir jetzt schon mal ein bisschen vorankommen. Zumindest schon mal den Eingangsbereich jetzt etwas fertig kriegen. Ich kann eigentlich schon mal schauen nach Geothermalgenerator. Der braucht ja eigentlich gar nicht so viel. Batterien, okay, dafür brauchen wir Zinn. Na gut, jetzt schauen wir erstmal nach unserem Strom. Wie es denn da ausschaut. Ich glaube, die der Mass Fabricator war nicht an. Der war nicht an. Okay, das ist voll. Das heißt, wir können an der Quarry wieder Vollgas geben. So. Hopp, hopp. Und ab geht's. Benzin ist genug drin. Gut. Okay. So, hier hat auch schon die gewisse Tiefe langsam. Gut, dann schauen wir mal. Müssen wir das blöde Skelett mitmachen. Ja, komm her. Da kommt schon nicht raus. Toll. So. Wie weit waren wir denn? Genau, hier wollten wir den Eingangsbereich machen. Ach, die Höhe. Hier wollten wir einen offenen Vorraum lassen. Ein offener Vorraum ist natürlich auch wieder schlecht mit... Können die dann allerdings auch im Boden verlegen? Schaut bestimmt auch gut aus. Na, schauen wir mal, wie wir das machen. So. Genau, hier haben wir das, hier haben wir die Lava und den Geothermal anschließen. Gut, ich werde dann jetzt in der Zeit schon mal die Zeit nutzen, um Geothermalgeneratoren zu bauen. Ich weiß allerdings nicht, wie viel Strom die produzieren. Damit habe ich mich überhaupt noch nicht befasst. Kann ich erstmal was essen. So, gehen wir jetzt dazu. No? Okay. Gut. Das können wir jetzt mal ins Haus packen. Ja, die Materie hat jetzt die letzten Tage, weil wir nehmen ja immer im Block auf und laden das dann in über 2-3 Tage hoch, hat jetzt die letzten Tage produziert. Also nicht, dass euch jetzt wundert, dass wir jetzt ein bisschen mehr haben. Wir müssen dann halt bloß mal einschauen, wie viel Strom da ist, und dann gehen wir der Sache nochmal ein bisschen zunder. So, brauchen wir jetzt... Das brauchen wir Batterien. Was ist mit einem Energieautomat? Das weiß ich immer noch nicht. Das schaut schon fast aus wie eine Backbox oder sowas. Ja, ich glaube, Batterien brauche ich auch Kabel. Ja, das kriegen wir schon. So. Dann brauchen wir noch den Kupfer. So, Bronze, Kupfer haben wir hier. So. Kabel. Kabel.
Das sollte reichen. Wie wir dann brauchen. Ich denke, 6 Batterien sollten erstmal reichen. So. Gut, dann haben wir den. Da brauchen wir jetzt einen Generator. Da brauchen wir einen Find Iron und einen eisernen Ofen. Und eine Batterie, die wir eigentlich gleich mitnehmen können. So, Eisen, Refined Eisen. So. Zack, zack. Eiserner Ofen. Eins, zwei. Ach komm, auf damit 4 Stück. So, dann haben wir den. Achso, das ist Refined Iron 9. Das ist 10, das ist Refined Iron. Und 3 Batterien. Na, 3 Generatoren reichen. Gut. Jetzt brauchen wir den noch. Wunderbar. Leere Zelle. Leere Zelle. Leere Zelle. Wie waren denn leere Zellen? Ach, Zellen haben wir glaube ich noch unten. Das denke ich auch nur mit Zinn oder so, ne? So. Nee. Das war einmal. Ah, genau so war das. Sag ich doch. So, dann haben wir die Generatoren. Hier die Zellen. Und oben braucht man Batterien, denke ich, ne? Ne, die Kabel. Ja. Geothermal. Geozelle. Okay, brauchen wir Glas. Glas. Da Glas. Da das. Hier haben wir jetzt Refined Iron und die Generatoren. Genau. So. Da hätten wir die schon mal. Okay. So, und dann schauen wir jetzt hier nochmal nach. Glasfaserkabel. Das war, denke ich, Redstone links. Die Rezepte sind halt leider auch nicht komplett vollständig. Aber naja, besser wie nix. So. Okay, das war jetzt, denke ich, Redstone links, in der Mitte klar, und rechts Diamanten. Mal kurzer Aufnahmestopp. So, das war's. Mal kurzer Cut gewesen. Ich hätte den Cut auch schnell mal genutzt, um gleich mal zu gucken, wie das Rezept war. War ich einmal voll daneben gelegen. Aber naja, das gehört ja dazu. So. Okay. Kannst du das Zeug dann wieder einlagern? Das brauchen wir jetzt nicht. Obwohl, Glas kann man gleich zum Baum mitnehmen. Halt deine Fresse mal schon. Hallo. Hallo. Ich hab gerade noch selber schnell nach dem Rezept geguckt. Hier war ja einmal voll daneben. Zwicke. Ja, das war oben komplett Glas, unten komplett Glas und dann mit den Diamanten und rechts und links in Redstone. Trotzdem Zicke. Ja, aber voll.
Das sind im Übrigen alles Sachen, die wir uns mit Yu-Gi-Oh! Matter herstellen können. Ich habe mir gleich mal ein 64er. Lars, Redster. Ich habe mir gleich mal ein 64er Stack rausgelassen. Lars. Was? Ich weiß, wie 64er Stack. Nur ein Glasfaserkabel. Wie hast du das gemacht? Ja, halt, hergestellt. Ja. Es gibt aber 4 Stück. Ah, ein GeForce 3 ist da. Sehr schön. Geh bitte nicht im Internet. Im Internet surfen. Dieser. Hallo, geh nicht im Internet surfen, wenn du im TS bist. Das geht nicht. Da versteht man dich nicht. Was willst du denn von mir? Das war nur eine Meldung von Dings. Mein Treiber. Ich war aber nicht im Internet. Achso, weil man versteht dich ganz schlecht. Ja, ich merk's grad. Irgendwas passt ja nicht. Jetzt geht's schon langsam. Ach ja, alter. Ja. 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 Scheiße. Der legt den Treiber runter. Auf damit. Wo bist du? Ich antworte dir dann, wenn ich wieder verstehe. wir haben ja gesagt, wir nehmen hier einen Geothermalgeneratoren, ne? Yala yala? Ja. Du siehst mich, ja? Ja. Ja, wir haben ja gesagt, ja, die Dings habe ich ja, die... Was? Ich hab's ja markiert. Ja. Ich habe schon drei Geothermalgeneratoren, produziert. Weißt du auch, wie die funktionieren? ja, du musst halt Lava hochpumpen, dann einpumpen, am besten irgendwie aus dem Tank raus und dann halt mit Karten, mit dicht Rohr versorgen und dann halt ja gut, dann halt funktionieren. Der Geothermalgenerator ist Buildcraft, oder? Nein, der ist Industrialcraft. Ja, da muss ich das aber dann nicht, halt muss ich das aber mit, nicht mit Dings pumpen. Weil den muss ich, oder? Ach scheiße, auf jeden Fall. Nein. Ich meine, die Lava hochpumpen. Ja. In der Dings laden. In paar Tanks. Und die Geothermalgeneratoren dann halt mit der Lava per Pipes versorgen. Ja, du kannst ja die Pipes an den Dinger anschließen. Mhm. Und ich... Für die kommst du halt ganz schlecht rüber. Ja. Es ist jetzt weiter unbedingt diesen Scheiß. Okay, dann lassen wir downloaden, dann reden wir dann weiter. das dauert eine Weile. Ja, ich habe gerade so, besser? Hallo? Ja, ja, klar? Ja. Besser? Ja, auf jeden Fall. Schlechter? Nee, besser. Okay. Gut. Boah! Das AKW läuft nicht, oder? Nein. Also der Wasserturm schafft's, den Verbrauch zu halten, den wir jetzt haben. So, wir haben nach wie vor 10 Millionen Dings drin. Ja, der Wasserturm hat ja selbst auch noch Badboxen, die Energie gespeichert haben. Ja, stimmt, die sind auch noch rappenvoll. Ja gut, auf jeden Fall brauchen wir das AKW in der nächsten Zeit erstmal nicht laufen lassen, weil die MFSU, die ist knackenvoll. Die hat 10 Millionen EU gespeichert, von daher. So. So. Okay. Dann machen wir halt Hausweiter quasi. Jupp. Also halt, ich baue jetzt gerade hier hinten die Geothermalgeneratoren. Du könntest ja eigentlich schon mal ein bisschen was Speichermäßiges bauen. Wenn ich habe noch Batterien, falls du noch brauchst, habe ich noch 3 Stück am Start. Ich habe wohl ein paar mehr produziert, als ich brauchte. Ja. Wir haben uns doch, glaube ich, da unten an das Schild haben wir uns doch... Brauchst du Batterien?
Ich wüsste jetzt nicht wofür, ich muss nur die Speicher bauen, oder? Ja, was willst du bauen, wenn du Badboxen brauchst, brauchst du. Ach, Energiespeicher? Ja. Wollte eigentlich jetzt Tanks bauen, ja, dann brauche ich Batterien. Dann brauche ich Batterien, ja, ich wunder. Hä? Hier war doch vorhin ein Schild. Lol. Okay, das war ein bisschen buggy jetzt. Ich wollte sagen, hier war doch vorhin ein Schild mit der Pumpe. Ich habe das Schild nicht mehr gesehen. Sehr komisch. Batterien, da. Gut. Batterien. So, warte mal. Rohre haben wir oben. Diesen RE-Batterien müsste ich auch theoretisch mit meinem Bett aufladen können. Wenn du sie aufgeladen hast, ja. So. Also, irgendwas... Ach, ja, natürlich, Windows Update. Fick doch die Waldfee, ehrlich. Arschlecken hier. Den Schuss nicht schon los. Haben wir irgendwo noch Kaktusgrün? Press es, ich wollte mal... Nee. Alter. Ja, schon lang nicht mehr. Martin, schau bitte, dass du die Uploads bzw. diese Downloads auskriegst. Ja, das. Er will unbedingt jetzt die Downloads machen. Windows. Lol. Komm mal bitte ins kleine Haus hier hin. Warte gleich. Weil hier drin ist dieses CF-Spray jetzt ausgehärtet. Ich mache bloß gerade ein paar Kakteen kaputt. Ja, er hat tatsächlich geschafft, er ist schon bei 89%. Was? Nein, nicht groß zu sein. Ja, das Windows Update. Klatsch. Alter, Masurist. Ja. Pieksen. Ah. Au. Stehst auf. Au. Dein Helm ist kaputt. Oh. Doch. Sieht man mich wenigstens wieder mal in voller Schönheit. Ja. So. So sieht das aus. Er hatte den CF-Spray aus. Ja, komm her, eigentlich. Grau. Lassen. Gell. Halt, was halt wie Concrete. Ungefähr.